hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe, iCrimex OG. Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Wir sind hier bei uns wieder zu Hause und heute, meine Freunde, werden wir mal wieder was krass mit unserem kleinen Bruder, mit Paul Berger machen. Und zwar, der hat ja immer noch Sommerferien, der hat die ganze Zeit Langeweile. Irgendwas macht der da? Hat er mittlerweile Gitarre spielen gelernt? Ey, Paul Berger! Was? Ich bin Rockstar! Du wirst kein Rockstar. Also, du hast kein Talent, Paul Berger. Ich bin Rockstar! Ja, ist okay. Ey, aber mal was anderes. Schau mal, ich hab dir doch neulich versprochen, dass wir was Cooles... Wow, Rockstar! Guck mal, wenn ich auf Twitter mach, dir ja, was geht, Leute? Ja, okay. Ja, wir stimmen ihm einfach zu. Ja, Paul Berger, du bist ein Rockstar. Aber hey, ich hör mal was anderes. Und zwar, ich hab dir doch versprochen, dass wir in den Sommerferien richtig cooles Zeug machen, okay? Ja. Weißt du das noch? Ja. Und zwar, in der Stadt hat ein neues Arcade-Center eine Spielehalle aufgemacht. Hast du Bock, dass wir da hingehen? Wow, voll geil. Willst mit so richtig spielen? So richtig mit Spielautomaten und alles. Übelst krass da. Wow. Ja, komm, wir gehen direkt ins Auto. Die haben da neue PlayStation 6 und so schon. Ja, da soll es sogar schon GTA 6 geben. Das soll übelst krass sein. Leute, lasst dafür jetzt mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Wenn ihr wollt, dass wir noch mehr mit Paul Berger in den Ferien erleben. Und dann würde ich sagen, wir hoppen hier direkt mal in den Lamborghini rein und fahren in die Stadt. Ich bin selbst voll gespannt auf diese neue Spielehalle. Ich hoffe, da gibt es neues, krasses Zeug. So, let's go. Paul Berger, wie lange hast du eigentlich noch Ferien? Ja, auf jeden Fall noch ein paar Wochen. Also auf jeden Fall noch ein paar Wochen, okay. Aber Alvi, ich weiß gar nicht, was wir alles unternehmen sollen. Deswegen wäre cool, wenn die Leute mal was sagen könnten. So, kannst du jetzt jemanden fragen? Ey, voll gute Idee, Paul Berger. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was sollen wir in den Ferien noch alles mit ihm machen? Ich meine, wir waren ja schon mal, was haben wir eigentlich schon alles gemacht? Wir waren in einem Zoo gewesen, jetzt Arcade-Center, wir waren campen. Was haben wir schon alles gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Schwimmbad, alles Schwimmbad. Aber wir haben noch mehr Sachen. Schreibt's mal in die Kommentare, was sollen wir noch mit unserem kleinen Bruder machen? Ey, Paul Berger, ich bin so gehypt. Ich habe das in der Werbung gesehen, das sah so krass aus, dieser Arcade-Center. Warte mal, das muss hier irgendwo, hier rechts mit... Oh, Cyberbar heißt das. Alter. Wow. Let's go, wir gehen rein da. Alter, guck mal, wie allein die... Wow, wie das hier aussieht. Paul Berger, wo bist du? Komm rein. Paul Berger, wo bleibst du denn? Komm rein, komm rein. Komm doch rein, Paul. Alter. Wow. Ey, das ist ja so krass. Guck mal, ey, warte mal, Paul Berger, wir müssen alles langsam angucken. Alleine hier der Eingang. Guck mal, das sind Iron Man Tische. Siehst du das da unten? Iron Man Tische und Captain America Schild. Wow, ey, Bro, das ist so krank. Lass uns mal so einen Cocktail nehmen, bitte. Nein, aber warte mal, sind die mit Alkohol? Wenn mit Alkohol ist, dann kriegst du nicht Paul Berger. Nein, das ist kein Alkohol. Ja, okay, dann darfst du einen mitnehmen. Oh, geil, Alter. Guck mal. Oh, Junge, guck mal, wie viele PCs hier sind. Alter, ist das krass. Willkommen. Hallo, ist das hier ihre Bar? Ist ihre Cyberbar? Das ist meine Gardebar, genau. Ich bin der Money. Ja, nice, Money. Ey, krassen Laden, den du hier gemacht hast. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um, okay? Ja, zockt euch ein bisschen. Ich sag ja immer, ne, Videospiele sind das Beste für Kinder. Ja, auf jeden Fall. Kann ich dann Credits hier bei dir kaufen? Oder wo macht man das? Mann, gewonnen! Ey, warte mal, wer schreit denn da hinten so rum? Paul, wir gucken Alter, mal. Guck mal! Ey, warte mal, das sind andere, das sind noch andere. Komm mal. Komm mal, wir gehen mal hier rein. Sehr gut, Dante! Ja! Ey, ach, Dante, du bist das! Guck mal, Paul Berger, das ist doch dein Schulfreund hier. Nicht Paul Berger! Wie, nicht Paul Berger? Hallo, Dante! Hä? Ach nö, nicht Paul Berger hier. Die Luft Paul Berger stinkt und nach Dante, Scheiße wegen dir jetzt. Oha, hä? Ich dachte, ihr wärt Freunde. Ihr wart doch auch zusammen beim Nachsitzen. Ja, wir waren. Ich will nicht zusammen mit da. Ich will nicht zusammen mit dem Paul Berger in einem Raum sein, ja? Hä? Ja gut, okay, dann lass ihn. Egal, scheiß auf den Paul Berger. Lass ihn mal sein Ding machen. Der ist auch mit seinem großen Bruder da, aber... Hey, Paul Berger, erzähl mal, was ist denn los? Hast du irgendwie Stress mit ihm? Ja, keine Ahnung, Alter. Wir haben uns beide dasselbe Mädchen verliebt und das Mädchen mag mich halt mehr als ihn, weißt du? Ach ja, wegen einem Mädchenstreit? Och nee, sowas ist doch nie cool. Ja. Vielleicht könnt ihr euch ja heute verstehen. Weißt du was, Paul Berger? Geh doch mal zu Dante mit seinem Bruder. Versucht mal ein bisschen anzufreunden. Ihr könnt ja ein bisschen zusammen spielen. In der Zeit gucke ich mich hier ein bisschen um und gehe uns Credits kaufen, okay? Na gut, ich versuch's einmal. Bis gleich. Ey, Leute, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um. Guckt euch das mal an, wie krass das ist. Hier gibt's diese ganzen Spieletische. Basketball. Guck mal, hier wird alleine Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ey, Leute, Real Talk, das ist die krasseste Spielebar hier in ganz GTA 5. Guck mal, hier Rick and Morty an der Wand. Es gibt sogar eine Fortnite-Ecke. Guck mal, hier Fortnite-Truhe. Alter, eine Chest mit Ding drin. Und Travis Scott.
Die Travis Scott-Statue. Guck mal, wir können uns hier einfach neben Travis Scott stellen. Ey, Leute, und ganz wichtig zum Thema Fortnite. Ich weiß, zurzeit kommt zwar weniger Fortnite auf meinem Kanal, aber ihr könnt mich wie immer trotzdem kostenlos supporten mit dem Creator-Code iCramixOG im Fortnite-Item-Shop. Ihr wisst Bescheid. Und eine PlayStation 5 steht hier auch noch. Ey, Real Talk, das ist die krasseste GTA-Map überhaupt. So, warte mal, wir gucken uns hier mal noch um. Stehen wir mal, hier kann man überall League of Legends und sowas spielen hier. Wir gehen mal noch hier hinten rein. Komm, Dante, wir gehen, da haben wir echt... Hä? Ey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Alter, lass mich doch hier raus, Mann! Komm schnell raus, großer Bruder, komm schnell raus! Hä? Alter, Hilfe, Max, Hilfe! Was ist das denn? Hä, Paul Berger, haben die dich hier eingesperrt? Die haben mich eingesperrt! Ey, warte mal! Hey, bleib stehen! Ey, die haben meinen kleinen Bruder... Ey, Besitzer, haben Sie gesehen, wie die gehen? Ah, warte, die sind da hinten. Komm, warte. Ey, das werdet ihr noch bereuen, dass ihr meinen kleinen Bruder eingesperrt habt. Alter, was ist das denn? Ey, warte mal, der Besitzer, der kann direkt mal mit dem Schlüssel hier ankommen. Ey, Barbesitzer, hallo, der wurde hier gerade von den anderen beiden Kids eingesperrt. Ich wurde hier eingesperrt, so sieht's aus. Sag mal, ich jetzt hier. Oh, Alter, haben Sie Lack gesoffen oder was? Was mit dir? Haben Sie Lack gesoffen? Das kommt in meinen Serverraum. Der wurde da eingesperrt. Sind sie hängen geblieben oder was? Von wem denn? Von dir oder was? Findest du es lustig, kleine Jungs einzusperren? Nein, die anderen. Hier dieser Dante und dem sein Bruder Mante. Dante und sein großer Bruder sind die besten Kunden von mir. Die würden sowas niemals machen. Ey, ich war doch gerade hier dabei und habe gesehen, wie die meinen kleinen Bruder eingesperrt haben. Das erste Mal seid ihr hier und dann gibt's halt Ärger. Vorher gab's nie Ärger. Wisst ihr was, Jungs? Was? Ja, guck mal, was der macht. Der geht auf meinen Tastatur. Jetzt reicht's mir. Ey, warte mal. Raus! Hey, ist ja gut. Komm, Paul Berger, wir gehen hier. Scheiß Bar. Hausverbot für immer. Ey, ganz ehrlich, Alter, das ist eh eine Kackbar hier. Komm. Ja, Kackbar. Raus mit euch. Sorry, Jungs, dass die euch ärgern. Ja. Raus! Scheiße. Ey, wir haben die nicht geärgert. Mein kleinen Bruder haben die hier geärgert. Wollten in den Serverraum stecken und sowas. Und also ey, ich raste gleich aus, wenn es um meinen kleinen Bruder geht. Raus. Ey, jetzt hören Sie mir mal zu. Ey, vor allem, wer bist du eigentlich? Wie heißt du, großer Bruder von Dante? Wie ist dein Name? Ha? Ich ruf die Polizei an. So. Bist du Rante? Mante, ich bin Mante. Ah, ja. Mante. Ja, wie genau. Auch immer. Mante, Rante, Mann, Kanke. Hey. Ist mir egal. Hey, ja, Polizei, hör mir jetzt bitte mal Parkade zu. Room, ja, da wollen zwei nicht rausgehen. Ey, fühlst du dich krass, weil du auf kleinere gehst? Ha? Findest du dich jetzt cool deswegen oder was? Okay, ich hol die Polizei, mir egal. Haben wir hier ein Problem oder was, Mante? Nö, aber ich glaube, dein kleiner Bruder sollte halt sich nicht erlauben, Ärger zu machen bei Leuten, die stärker sind als er, ne? Ey, Alter, komm, scheiß Paul Berger. Was ist mit dem? Ey, was ist eigentlich mit deinem... Jetzt reicht's mir. Komm her! Hey, was... LSPD! Aufhören! Es kommt jetzt in Polizei. Oha, ist aufhören. Ja gut. Ist ja gut. Wir sind die zwei. Raus jetzt aus dem Laden! Officer, der wollte mich schlagen. Ey, warum kriegen wir denn jetzt hier Hausverbot? Warum kriegen wir jetzt... Wir haben gar nichts... Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ich hab nur eine Bier getrunken. Ja, gut, okay. Komm, Paul Berger, scheiß auf den Laden. Wir gehen. Alter, was ist das denn? Guck mal, sehen Sie das nicht? Der kleine Junge wirft mich hier mit Bällen ab. Warum sagen Sie denn da nicht? Eine Waffe hier drin. Ach, du Heilige. Alter, ey. Oh, hab ich gesagt, raus hier! Ja, ist ja gut, wir gehen. Ey, Paul Berger, Alter, Mann, so was ist das ein Scheißladen, Alter! Echt voll der Schmutzladen. Also an sich eigentlich cool. Guck mal auch hier mit PlayStation 5, Nintendo GameCube. Leute, das war meine erste Konsole, Nintendo GameCube. Eigentlich voll der geile Laden, aber der Typ ist ja so ein Schmalspurbesitzer. Ey, komm, ganz ehrlich, Paul Berger, wir gehen. Und wir werden uns später bei denen noch rächen. Dafür, was sie mit dir, mit meinem kleinen Bruder gemacht haben. Ich will spielen gehen dort. Ja, Max, bitte. Vertrau mir, Paul Berger, wir werden da drin noch spielen. Aber erstmal werden wir dem Dante und dem Mante eine Lektion erteilen und dann werden wir dem Besitzer eine Lektion erteilen. Und ganz ehrlich, Leute, schreibt mir in die Kommentare. Weißt du, der Dante, der ist jünger, okay, soll er meinen kleinen Bruder machen, das ist was anderes. Aber sein großer Bruder, dass der auf meinen kleinen Bruder geht, da hört der Spaß auf. Also dem werde ich auch noch eine Abreibung geben. Weißt du was, Paul Berger, wir werden jetzt hier warten. Wir warten jetzt hier, bis die nach Hause gehen. Und dann werden wir die mal verfolgen bis nach Hause. Und dann werden wir denen eine Abreibung verpassen. So ein Ding wird das sein. So, okay, meine Freunde, wir warten jetzt hier noch, bis die rauskommen. Aber eigentlich müssten die so langsam rauskommen, weil die haben eh nicht so viel Geld zum Verzocken. Die sind Schmalspuren. Ah ja, da kommen sie doch schon. Warte mal. Da hinten sehe ich die doch. Dante und Mante. Paul Berger, bist du bereit? Ja. Bist du bereit, dass wir uns rächen? So. Ja. Boah, die klauen da gerade ein Auto. Ey, das sind ja richtige Schmutzfinks. Ich dachte, es wäre ein eigenes Auto von denen, aber die klauen da einfach ein Auto. Alter. Boah, Alter, los, was sind das? Los, Bruder, schneller. Okay, warte. Jetzt hängen wir uns an die dran. Dann bin ich doch mal gespannt. Dann will ich doch mal sehen, wo die wohnen. So, wir werden unseren kleinen Bruder rächen, Leute. Wir bleiben ein Auto hinten dran, so, natürlich ein bisschen auf unauffällig. Vor denen ist Polizei. Oha, guck mal, wie asozial die fahren, obwohl da Polizei ist. Alter, die sind ja richtig. Alter, die sind ja richtig krank unterwegs. Ey, wir müssen uns beeilen, die fahren übelst schnell. So. Schneller, Max. Ja, ich gebe alles. Lamborghini Kickdown. Alter, wie schnell fahren die denn? Oh mein Gott. So, hier richtiges Straßenrennen. So, komm. Wir bleiben an den dran. Ey, warte mal. Alter,
Gott, die sind eingefahren. Ey, die fahren da rein. Die fahren da in die Einfahrt rein. Ich hab mich schon gewundert, wo die wohnen. Alter. Ja, safe schnappen wir uns. Oh, Alter, was haben die auch für ein riesen Villa? Was ist das für ein dickes Anwesen? Wow. Ey, Paul Berger, ich sag dir ehrlich, warte mal, lass mal hier rechts ranfahren, lass den Lambo mal hier parken. Komm mal mit. Komm mal mit. Wir gehen da jetzt mal hin und checken das mal aus, was da so abgeht. Guck mal hier, wir müssen mal gucken. Hier gibt's doch bestimmt irgendeine Schwachstelle. Lass doch drüber klettern hier, guck mal. Boah, stimmt, gute Idee. Wir klettern hier einfach über den Zaun drüber. Da laufen die. Alter, ey, was haben die hier für ein fettes... Oh, vor uns laufen die. Okay, warte, komm, wir verfolgen die. Warte, großer Bruder, warte, ich muss dir was zeigen. Ja? Was redet der da? Oder lass uns erstmal reingehen. Okay. Es ist so kalt hier gerade. Oh, Leute, da vorne laufen die, seht ihr die? Geh weiter, komm, Paul Berger, wir verfolgen die weiter. Wir wissen nicht, dass wir hier sind. Wo laufen die denn hin? Warum laufen die denn direkt in den Garten rein? Okay. Gehen die auf die Terrasse? Hey, vielleicht lassen die immer die Hintertür offen. Das kann sein. Guck mal, großer Bruder. Jetzt zeige ich dir das. Okay, die gehen rein. Ich habe einfach die Brieftasche von diesem Paul Berger. Hey, warte, Paul Berger, warte, noch nicht rein. Ehrlich? Hast du gut gemacht, ja? Ey, die haben gerade das sehen. Da ist gar kein Geld drin, der hat gefühlt gar nichts gehabt. Ja, das ist so ein ganz armer Schlucker gewesen. Ja. Alter, wie reden die? Paul Berger, hast du das gehört? Alter. Der hat dir auch deinen Geldbeutel geklaut. Mein Ausweis, meine Karte passt, da kann ich gar nicht mehr spielen. Komm, wir gehen rein. So, wir verfolgen die, aber ganz ruhig, die dürfen uns nicht bemerken. Ganz ruhig werden wir die hier in dem Haus verfolgen. Okay, die sind hier die Treppen hoch. Sind hier die Treppen hochgegangen. Alter, pass auf, Paul Berger, lass dich nicht erwischen lassen. Ich will mir zuerst diesen großen Bruder schnappen. Und dann schnappen wir uns diesen Dante. Oh, ich bin schon kaputt. Wollen wir uns hier ausruhen erstmal? Ja, gute Nacht, großer Bruder. Tschüss. Ich glaube, die sind hier hochgegangen. Paul Berger, pass auf. Ich geh hoch. Nein, die sind hier in den Raum. Sind die unten? Ich dachte, die wären hochgegangen. Wo sind die? Das ist ein Tier, guck mal. Da drin? Das ist dich. Okay, weißt du was? Wir geben dem jetzt eine Abreibung. Bruder. Da ist er. So, Mante! Herkomm! Wow! Mante, du Stück Scheiße! Ja. Ich schieß deine ganze Bude hier auseinander, Junge! Rauskommen! Alter! So. Was wollt ihr denn? So, du kleiner Müllhaufen! Wollen, Alter. Guck mal, was mit deiner Badewanne ist! So, du kriegst jetzt hier mal eine Abreibung. Wie alt bist du, hä, Mante? Wie alt bist du? Ich bin 18! Was 18! Denn? So, du als 18-Jähriger verprügelst meinen kleinen Bruder, der 8 ist, hä? Stück Müll. So, komm mit, rauskommen. Alter, Max, schreck den Ausmaß, ach du Scheiße, ey, hier brennt's voll, komm. Gott, das brennt. Alter, komm mit, oder ich fackel dein ganzes Haus ab. So, du kommst jetzt mit raus. Mit rauskommen. Scheiße, Mann. So, hahaha. Paul Berger, so. Ey, weißt du was, Paul Berger? Hol du noch Dante raus. Geh du Dante holen und ich kümmere mich jetzt um Mante. So, hey, großer Bruder. Nicht mein Bruder. Ja, doch, dein kleiner Bruder, den holen wir uns auch noch. Rausgehen hier, raus aus deinem Scheißhaus. So, eine falsche Bewegung und ich jag dein ganzes Haus in die Luft. Haben wir uns verstanden, Junge? Ja, alles gut, Mann. Okay. Ja, lass mich in Ruhe, Paul Berger. So, ihr geht jetzt hier in euren leeren Pool rein. So, ihr habt nicht mal euren Pool mit Wasser befüllt. Bei euch läuft ja gar nicht. Hey, sag doch nicht sowas. Paul Berger, warum machst du das? So, jetzt hört mir mal zu. Hört mir mal zu, Dante und Mante. Wo ist euer scheiß Problem? Warum verprügelt ihr meinen kleinen Bruder, ne? Ja, sehr gut. Paul Berger, du wirfst jetzt so lange mit Schneebällen ab, wie du Bock hast, und ihr dürft euch nicht bewegen. Oh. Okay. Oh. Ja, auf damit, Paul Berger. Hey, lass mal Bruder. Ey, okay, komm, eins gegen eins. Mante, wir machen eins gegen eins. Okay, warte, Paul Berger, geh aus dem Ring raus. So, wir klären das jetzt unter großen Brüdern. Faires Faustduell, komm. Okay, aber wenn ich gewinne, verziehst du dich hier. Ja, und wenn ich gewinne, dann kommt ihr nie wieder in die Arkade sind. Da haben wir uns verstanden. Ja, okay. Okay, komm, hä? Hä? Kennst du diesen Move? Oh! Okay, gut. Komm her! So, komm. Da! So, okay. Hä? Du hast noch nicht genug, hä? Nee. Hä? Aber hier nimm den hier. Oh nein, er hat mich getroffen. So, komm. Ist das alles, was du kannst, hä? Ja, zeig du mal, was du hast, Mann, hä? Hast du Ausdauer? Dann zeig doch mal. Ja, komm, schlag mich doch. Du kannst mich nicht treffen. Ja, hier. Komm, hä, komm. Okay. Schlag mich doch. Ja, hier. Ja, bam. Hast du diese Links-Rechts-Kombination gesehen? So, bleib liegen, Junge. So, okay, wo ist dieser Dante? Lass meinen Bruder in Ruhe, oder ich werde schießen. Alter, ist okay. Mach dir einen Kompromiss.
Hör mir zu! Hör mir zu! Meinen Bruder mit einer Waffe bedrohen. Ja, was los, Dante? Hör mir zu! Ja. Du gehst deinen Weg und wir gehen meinen. Oh, ich, nochmal. Du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Und dann ist alles wieder gut, aber lass meinen Bruder in Ruhe. Ja, ist okay. Macht euer Ding, wir machen unser Ding, aber die Arkade gehört uns. Ja, ich will euch nie wieder im Arkade Center sehen. Aber jetzt zieht Leine hier. Ja, wir hauen ab. Paulberger, verschwinde. Komm, Paulberger, wir gehen. Und mit diesem Dante chillst du nicht mehr. Komm. Ich hätte nur Pixlein geboxt, Mann. Aber, oh, Leute, habt ihr gesehen, wie ich dem eine Bombe gegeben habe, Alter? Diese Kombination ausgewischt, dann links, rechts, zack, zack. Egal. So, wir müssen weiter. So, wir haben uns bei denen gerecht für die Aktion, die die mit unserem kleinen Bruder gemacht haben. Aber, Leute, es gibt noch eine Person, bei der wir uns rächen müssen. Paulberger, steig ein. Und zwar, was ist eigentlich mit diesem Typen, mit diesem Arcade-Center-Besitzer? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Ja, und dem werden wir auch noch eine Abreibung verteilen, weil der wollte uns Hausverbot geben, obwohl wir nicht mal was gemacht haben. So, kleiner Bruder, wir sind jetzt hier gleich wieder beim Arcade Center angekommen. Warte, Rieger, den zeigen wir hier, das Scheiße, ja, Alter. Ja, oh, guck mal. Ich lass da aus, Alter, schau mal, schau mal. Hier sind voll viele Obdachlose vor dem Laden. Das ist ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal richtig schlecht für sein Image. Voll gut, so, komm. Ey, der ist ein Officer, Officer, wollen Sie nichts dagegen machen, Alter? Oh, scheiße, ist ein Polizist. Ja, was denn, Alter? Ja, die Obdachlosen stehen hier, was sollen wir machen, Alter? Ja, komm, scheiß drauf, Paulberg, komm. Ja, wollt man nichts Problem oder was? Du kannst doch nicht den Typ einfach abschießen. Alter, komm. Wir gehen da jetzt rein. Wir gucken mal, vielleicht dürfen wir jetzt ja einfach drin chillen. Wir sagen einfach, wir haben das mit Dante und Mante geklärt. Ey, diese Tür hängt voll hier. So, wir gehen jetzt mal rein. Ich muss schon sagen, dieser Kadesender sieht schon echt gut aus. So, moin, Meister. Jetzt wird gezockt. Ich bin geblieben. Boah, was schreit der denn hier so rum? Paul, wir zocken hier gleich so eine Fortnite. Was hab ich euch eben gesagt? Ja, was hab ich euch eben gesagt? Lass ihn auf den Tisch! Oh. Ich zahle gar nichts! Lass ihn auf den Tisch! Ich zahle Paul gar nichts! Komm da runter! Komm da runter, Paul! Ich zahle gar nichts! Ja, ey, ist ja okay. Paul, sei jetzt leise. Runter jetzt hier! Ja, ich weiß, sie haben uns Hausverbot gegeben, aber wir haben das mit Dante und Mante geklärt. Ja, beruhigen Sie sich. Wo sind die zwei denn? Ich hab die. Warte mal, ich ruf die mal an, mal gucken, ob die dran gehen. Scheiße, der will die anrufen. Ich weiß nicht, ob die rangehen können gerade. Die waren ziemlich müde, als wir bei denen weg sind. Ja, die gehen auch nicht dran. Ja, und ohne dass die sagen, es ist alles okay, lass ich euch nicht mehr rein. Hey, jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Komm, Paulberg, wir zocken jetzt so eine Fortnite. Hey. Komm, wir gehen hier in die Fortnite-Ecke. Boah, hier auch diese Kiste und so. Komm, wir zocken hier eine Runde. Let's go. Alter, was ist mir reicht das jetzt. Hey, was will der denn? Raus hier. Oha, ey, der packt sein. Ey, ist ja gut. Alter, der jagt uns mit Feuerlöscher aus. Ey, ich will ihm mal was sagen. Ich will mal was sagen, alter Mann. Ich hab's jetzt wirklich auf eine freundliche Art und Weise versucht mit Ihnen, ja? Aber eine Sache sei Ihnen mal gesagt. Wenn Paulberger und ich hier nicht zocken dürfen, dann werde ich dafür sorgen, dass niemand mehr hier in Ihrem Kack-Center zockt, ja? Klar, das sei Ihnen gesagt. Klar. Gut. Komm, du kleines Kindchen, raus mit dir, ja? Okay, okay. Ich hab schon Arcade-Sender gefüllt, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Warte mal. Ich guck mich hier mal noch kurz um. Nichts umgucken, so, was raus sehen wir hier. Denn hier an den... Ach, guck mal, Leute, die Automatenlizenz ist ja... okay. Ja, das gar nichts. Ja, ist okay. Alter, ist okay, Alter, hör jetzt auf mit deinem hier Schaum, Alter. So, komm, wir gehen raus, Paulberger. Und ich hab schon auch eine Idee, wie wir dem seinen scheiß Arcade-Sender schließen werden. Ey, Leute, ich sage euch, wenn wir hier nicht zocken dürfen, dann werde ich dafür sorgen, dass niemand hier zocken darf. Und zwar, wir werden jetzt mal zur Polizei fahren. Ich habe nämlich eine Sache gesehen, mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar einmal waren da alkoholische Getränke, ja, der verkaufte alkoholische Getränke an Minderjährige und die Lizenz von seinen Automaten ist abgelaufen. Paulberg, hast du dieses Dokument mitgenommen? Nein. Was da lag? Welches? Ah, das, ja, zeig. Doch, dieses Dokument da an den Automaten, ja, was ich ja vorhin gesagt habe. Ja, okay, sehr genau. Gut, sehr gut. Wir müssen Ihnen das Dokument zeigen, dass dem seine Automaten abgelaufen sind. Hallo? Hallo, Polizei, Officers? Ja, ich hab hier ein Dokument. Alter, warum ist denn hier so dunkel in Ihrer Polizeistation? Haben Sie Stromausfall oder was? Ja, wir haben ein paar Probleme heutzutage. Ja, dann kommt mal raus, man sieht ja hier gar nichts. Ey, was ist denn hier los? Das ist ja richtig Schmalspurpolizei. Haben wir ja nicht mal Strom hier. Oh, was denn los hier? Freundchen, kannst du auch ein bisschen netter mit uns reden, ja? Ja, ist ja gut. Ey, hören Sie mal zu. Haben Sie schon von diesem neuen Arcade-Center hier in der Stadt gehört? Ach, hören Sie mir auf mit dem Laden, nur Ärger. Was ist denn da? Ja, los? Ja, passen Sie mal auf. Wir haben vorhin gesehen, wie die Alkohol an Minderjährige verkauft haben. Und schauen Sie mal das Dokument, was mein kleiner Bruder hier in der Hand hält. Die Lizenz für seine Automaten ist abgelaufen. Schauen Sie sich das mal an. Ich guck mir das mal an. Ja, schauen Sie mal. Hm. Okay. Ja. Also bin dafür, ich kann Sie direkt dahin führen. Ich bin dafür, der Laden muss jetzt geschlossen werden. Na, kleinen Moment, ich wunder mal eben durch hier. Hier einmal der Officer Barrick hier. Wir müssen mal kurz zum Arcade fahren. Da ist wahrscheinlich hier, ne, Minderjährige, machen sie Alkoholverkäufe und so. Ja, Jack, dürfst hinfahren. Ja, Jack.
Oh, also, nice. Okay, fahren wir da jetzt direkt hin? Wir überprüfen das jetzt mal, ja. Dürfen wir bei Ihnen mitfahren mit Blaulicht und so? Ja, ausnahmsweise. Sag mal, ist das Ihr Lambo? Nee, ich weiß nicht. Der steht im Halteverbot. Also, ich weiß, ich weiß. Da muss ich ihn jetzt. Ist das Ihrer? Nee, ich weiß nicht, wem der Lambo da gehört. Habe ich nichts mit zu tun. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ihr steigt mal ein hier. Ja, let's go. Oh mein Gott. Ey, Paul Berg, wir dürfen jetzt mit der Polizei mitfahren mit Blaulicht. Alter, ich sitz vorne, guck mal, ich kann den Knopf hier drücken. Hallo? Ja, du darfst vorne sitzen. Aber mach keine Scheiße da vorne, Kleiner. Oh mein Gott. So, hier ist der Laden, hier ist direkt schon der Hintereingang. Hier können wir auch rein. Da können wir den direkt auf frischer Tat ertappen, dass hier direkt bei Ihnen um die Ecke von der Polizei. Ja. So, ganz ruhig bitte da drin verhalten. Ja, ganz ruhig. So, haha, wir werden jetzt Hops nehmen. So, Mr. Barbesitzer, wo sind Sie? Wo ist der Typ? Da ist er. Was wollen Sie hier? So, ich hab's Ihnen doch gesagt, ich werde dafür sorgen, dass Ihr Scheißladen geschlossen wird. Hier, Officer, der hat hier Alkohol verkauft an Minderjährige. Ich hab Hausfriedensbruch, ich hab den Hausverbot gegeben, schon zweimal, die kommen immer wieder rein. Ach, ist das so? Darum geht's jetzt nicht, es geht hier darum, dass hier ein Bier steht. Erstmal notiert. Guck mal, hier steht ein Bier auf dem Tisch. Oh, guck mal, der Kleine wieder hinter die Theke gegangen. Komm, hier rein. Hinter der Theke, hier zu mir, los, komm sie mal rüber. Paul Berg, komm hier raus jetzt. Wir müssen jetzt Hops nehmen. Komm doch mal hier rüber, der Herr von der Besitzer hier. Komm. Ja, Besitzer, kommen Sie auch mal raus. Und dann zeigen Sie doch mal den Officers Ihre Automatenlizenz. Warum? Haben Sie Durchsuchungsbefehl? Ja, wir haben hier einen Verdacht, ja, aufgrund einer Zeugenaussage, die sehr glaubwürdig ist. Das ist ein Lügner! Nee, dann zeigen Sie doch. Dann zeigen Sie doch, wenn Sie nichts zu verheimlichen haben. Genau. Ja, die sind gerade am Warten, die kann ich leider nicht zeigen, ist gerade neu. Nee. Also, das dachte ich mir doch schon. Ja, kommen Sie mit. Ich sag Ihnen ehrlich, ich würde den Typen festnehmen. Gehen Sie ruhig rein, Holberg, komm, wir gucken uns hier auch noch ein bisschen um. Lass mir umgucken, ob wir noch was finden. So, ey, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um. Warte, ist hier Tür abgeschlossen? Ja, doch, ist abgeschlossen. Aufgeschlossen. Alter, was ist hier denn auf dem Boden? Officers! Nein, gucken Sie sich das mal hier hinten an. Ich hab hier die... Renne hoch! Ich muss abholen! Alter, da liegen Leichenteile in dem Raum hinten drin. Mein Bein! Der Typ ist ein Mörder! Der Typ ist ein Mörder! Wir machen das schon, junger Mann. Warte. Alter, der muss eingebuchtet werden. In den Knast muss der rein. Oh mein Gott, die knallen den ab. Ich wollte gar nicht, dass der gekillt wird. Ich dachte, der kommt nur in den Knast. Alter, die Cops hier, die drehen ja komplett durch. Ey, aber Leute, wisst ihr was? Ihr fragt euch jetzt vielleicht gerade, wie da diese Leichenteile rankommen. Leute, das ist keine echte Leiche. Ich hab das nur so, das ist Kunst. Das sind Kunstgegenstände, Kunstblut und so. Ich hab das da einfach hingelegt. Kollege, war Notwehr, außerdem ist das ein Alkoholverkäufer. Das war Notwehr, ja. Richtig. Und haben Sie die Leichenteile da hinten gesehen? Das ist ein Mörder, der Typ. Ja. Ach, ich dachte gerade schon, der steht nochmal auf. Ey, der ist ja... Nee. Der ist tot. Danke nochmal für den Hinweis. Endlich ist der scheiß Schuppen hier zu, ey. Ja, dürfen wir denn hier jetzt noch eine Runde mitspielen oder wird der jetzt hier geschlossen? Ja, Sie können das noch machen, bis die Kollegen eingetroffen sind. Können Sie hier Spaß haben für umsonst. Okay, korrekt. Ist sogar umsonst. Alter, wie geil ist das denn? Paul Berger, wo bist du? Ich bin hier am Automatenplatz. Okay, tschüss, Officers. Alter, Leute, wie nice. Wo bist du denn? Am Automaten hier. Ach, da hinten ist Paul Berger. Ey, Paul Berger, wir dürfen jetzt hier so lang kostenlos spielen, wie wir wollen. Ja, ich fliege jetzt schon. Guck mal, ich fliege mit einem offenen auf einer Rakete. Ey, wie cool ist das denn? Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. War ein bisschen Action hier heute gewesen. Wir wollten eigentlich nur eine Runde zocken, aber jetzt können wir endlich entspannt zocken. Ich hoffe natürlich immer, euch hat dieses Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt Jungs aus und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.